Ja, Fisch. Fisch. Yes. Ohne Scheiß. Alter. Leute, wir sind gerade angekommen. Eigentlich wollten wir das Video erst später starten. Ich wollte es aber nicht verpassen, euch zu sagen, okay, Rent, nicht buchen. Nicht, ist nicht okay. Tut's nicht. Ihr erspart euch wirklich viel Stress und Ärger. Okay, Rent, no, don't do okay, Rent. Wir werden getrennt durch einen Zaun. Was machen wir jetzt? Okay, er geht einfach hier durch. Lange nicht gesehen. Simon, ja? Ihr fragt euch, was wir jetzt hier machen und wo wir überhaupt sind. Das, Simon, musst du immer gleich am Anfang gleich. Du musst direkt übertreiben, ja. Ne? Entschuldigung. Also, was wir jetzt hier machen, das fragt ihr euch jetzt so zu Recht und wo wir überhaupt sind. Aber das erfahrt ihr gleich. Es wird auf jeden Fall krass. Aber jetzt fahren wir erstmal schnell los, weil wir stehen hier im Halte- und Parkverbot komplett. Ein richtig krasses Auto besorgt, damit wir auch drei genug Platz haben. Ja, geil. Aha. Pero que rica taza negra. So Leute, wir sind angekommen. Wo sind wir? Ich kann gerade nicht klar denken, weil ich muss mein Perso erstmal organisieren. Weil sonst kann ich hier nicht mehr wegfliegen auf jeden Fall. Ich habe mein Perso in Köln im Büro vergessen. Ich muss es mal klären. Also Hashtag Maxi. Maxi kennt sich hier aus. Er ist mit Krankenkassenkarte hierher geflogen. Also Hubertus ist ohne Ausweis hergekommen, aber er kommt hier einfach nicht mehr weg. Weil wir sind in Spanien bei Olli. Urlaub nach Mars. Soll wohl das beste Camp hier sein. Ob es das beste Camp ist, das werden wir erstmal herausfinden müssen. Es wurde uns berichtet. Aber Taten müssen den Worten folgen. Um erstmal gleich ein bisschen Druck aufzubauen. Nehmen wir Bier. Ja, aber erstmal sagen wir mal, was wir hier für krasse Ziele haben. Ziel Nummer 1, das gab es noch nie. Okay, es gab es vielleicht schon mal irgendwann, aber ich glaube auf YouTube nicht so richtig. Wir wollen einen Wels mit Fliege fangen. So sieht's aus. Ob das klappt, wir wissen es nicht. Aber es ist auf jeden Fall mal eine Challenge, die sich gewaschen hat. Dann haben wir noch was ganz krasses vor. Triftfischen auf Wels, also Spinnangeln, also alles, was aktiv mit Wels zu tun haben. Und wir drehen ein krasses Fishing Wars. So, mehr möchte ich jetzt nicht verraten, das war jetzt eigentlich schon fast zu viel. Und ist es korrekt, was er mitgebracht hat, oder? Die sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja? Du bist groß genug. Ja? Ja. Ja, kleinen Shoutout an meinen Binder Andrew zu Hause. Vielen Dank, Andrew. Könnt ihr mal alle so einen Ritsch machen? So, rutsch. Sie ist erkennt. Super, er ist cool. Hier so mittel. Rutsch. Ja, wo ist er? Der liegt auf dem Scanner. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir den am besten hin? Wir haben jetzt erstmal unser Quartier bezogen, eine ziemlich fette Bude, muss ich sagen. Relativ groß, jeder hat sein eigenes Schlafzimmer. Wir machen hier richtig gesunde Ernährung. Schreibt mal in die Kommentare, wie der Herd angeht, bitte. Ich glaube, das ist so ein Induktionsding. Ein bisschen stärken, ein paar Energy reinknallen, dann nochmal ein, zwei Stündchen aufs Wasser raus. Richtig? Richtig. Was ist los mit dir? Machst du gerade einen, wie heißt diesen 12-Tages-Stummtag? Schweigeretreat. Schweigeretreat. Wir testen mal, wie lange Simon heute durchhält, nicht zu reden. Simon, heute Nacht die Wand. Fast so. Und dein. Zieht euch das mal bitte rein hier. Eine Paella. Du hast erstmal gebetet, oder Simon? Du sprichst das Tischgebet? Auf jeden Fall. Kannst du daraus ein Weltsgebet machen? Bestes Leben. Die Welt, die sind schön. Wir ziehen heute Abend los. Da wird wieder etwas gehen. Bam. Alter. Not. Ramm ihn weg von der Straße. Die Straße gehört dir, Hubertus. Ach, Mann, ey. Weiter zurück. Okay, ich hab drei. Hau ab, schnell! Juhu! Leute, wir haben uns 5 Weintrauben geklaut. Wow, und die schmecken sogar geil. Das ist total diskriminierend. Ich bin voll der Outsider. Wir haben doch einen Fliegenfischer dabei. Ja, der tut sich doch. Da können wir das Boot haben. Also, wir nehmen ein anderes Boot nur des Fliegenfischers wegen, dass er ordentlich werfen kann. Eigentlich wollten wir das riesengroße nehmen, aber nein, wir nehmen jetzt das Fliegenfischerboot. Das heißt, wir werden hier diskriminiert eigentlich, nicht du. Was sagst du dazu? Ich sag dazu, Hanoi. Ihr könnt jetzt selber entscheiden, welches Boot ihr wollt. Hanoi? Was denn? Boot, komm raus. Nee, hier ist es nicht fest. Okay, Thumbnail, Leute. Boot zerstört am ersten Tag. So wird das heißen, das Video. Okay, Leute, also mein erstes Mal hier auf dem Ebro. Ich weiß nicht, ob es der Ebro hier ist, Stausee oder keine Ahnung wo. Wir haben eine halbe Stunde Zeit, dann geht die Sonne unter, mehr haben wir leider nicht. Aber ist egal, wir wollten unbedingt noch mal raus. Morgen geht es ja richtig los. Simon wird also jetzt schon versuchen, seinen ersten Waller
auf Fliege zu fangen. Und wir beide werden einfach ein bisschen so Spinnangeln. Ich hier mit Gummifisch, neuer von Carsten übrigens. Und ich mit Topwater. Mit Topwater und genau. Sander. Okay, drückt uns die Daumen. Jetzt. Leute, es geht los. Heute machen wir was Geiles. Und zwar was richtig Geiles. Dieses Welsangeln, so das Ansitzangeln mit Köderfisch oder mit Pellets, machen ja viele hier. Das sind wir ehrlich gesagt so mittelgeil, kann man einmal gemacht haben. Aber was wir jetzt machen ist Driften, also Dschungeldriften. Richtig. Das richtige Welsangeln. Ja. Das erklären wir euch gleich. Jetzt müssen wir schnell los. Wir sind hier mal ein bisschen zu spät. Wir treffen uns unten am Steg von Olli. Und dort treffen wir Manu allerdings. Und uns gestern erzählt in der Kneipe, dass er es überhaupt nicht leihen kann, wenn man ihn Money nennt. Und das Geile daran ist, dass der Yannick, der Praktikant vom Olli, der sagte, wenn man den Money nennt, dann schlägt der Manu den Yannick immer richtig heftig und macht ihn zur Sau. Genau. Und er hatte gestern Abend panische Angst, dass wir ihn heute Money nennen und das auf den Yannick zurückführen. Also was jetzt, war auch jetzt rat einmal für Also Leute, wir treffen jetzt Manni am Steg. Und heute Abend trifft sich Manni und Yannick dann auch wieder. Mal sehen, was passieren wird. Genau, also bleibt dran bis zum Schluss. Wird auf jeden Fall blutig. Weil ihr wisst ja, mit dem Weltangler ist nicht zu Spaß. Da kommt er. Sagst du? Hey, du. Hi. Hey, Manni. Manni, grüß dich. Ich bitte gleich Manni. Yannick meinte, wir sollen dich so nennen. Das ist ja der Lieblingsname. Hey, Yannick soll die Fresse halten, sonst krieg dir gleich erstmal eine rein. So, wir sind da und wir haben Yannick getroffen. Jetzt wollten wir mal ganz schnell Yannick fragen. Absolut okay, ist das, wir ihn Manni genannt haben. Ne? Hm? Yannick! Yannick! Was? Wir wollten nur kurz fragen, ob es in Ordnung ist, dass man Manu schon mal Manni genannt hat. Ja, der fand es überhaupt nicht gut, dass du das gesagt hast. Das sagen wir auch nicht. Echt? Das ist ganz witzig. Echt witzig. Ne? Zu spät. Das sagen wir nicht. Bitte abschneiden, bloß rausdrücken. Wir nehmen dich in Schutz, okay? Sorry, ich hab dich voll in die Pfanne gehauen gerade. Voll, ne? Ja. Los geht's. Wir fahren jetzt mit dem Boot zum Fluss, Oberlauf, lassen da quasi das Boot rein und lassen uns runterdriften. Das heißt, wir brauchen gar keinen Motor, gar nichts, wir lassen uns einfach mit der Strömung. Genau, wir fahren jetzt oben an Seegrill, Manu setzt uns dort quasi aus, wir lassen uns mit dem Driftboot runtertreiben, ich steuere das Boot und ihr fischt und filmt. Hört sich ein Plan an, oder Victor? Ja, ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich geiler Plan. Perfekter Plan. Der könnte nicht perfekter sein. Victor? Ja, das erste Simon hier. Wie sieht's bei euch aus? Dann bis später, Alter. Wir melden uns. Ciao, ciao. Richtig Outdoor-Abenteuer. Wir sind heute an dem Zufluss vom Ebro hier unterwegs, genau. Gell? Wir probieren heute einen Wels mit der Fliege zu fangen. Wie sind die Chancen? Einfach wird es nicht. Vielleicht haben wir Glück und es klappt. Hüpfen mal rein und legen einfach los? Genau, so machen wir das. Victor, also wir machen jetzt nochmal einen Spotwechsel. Bei uns ging bisher noch nichts. Wie sieht es bei euch aus? Hey. Wir haben gerade miteinander telefoniert und sie hat zufällig uns gesehen. Noch nichts. Noch nichts, gar nichts. Okay, wir müssen weiter, los. Eine komplette Offroad-Sache jetzt hier. Richtig geil, mitten durch den Wald. In die Wildnis rein. Ja, weil sonst kommt man gar nicht ran als Wasser. So,
jetzt geht's richtig angeln los. Ohne Motor, ohne alles, einfach nur treiben lassen und zack und Baum und Spot für Spot für Spot, immer ein Wurf, zack, da könnte überall einer stehen. Würde ich sagen, ist jetzt in Deutschland nicht so krass. Eben, so machbar. Wildnis und schnelle Stromschnellen wie hier und gefährlich, das kriegst du in Deutschland nicht überall. Ne? Klassische Ausrede von Victor, der ist wieder am Film, ne? Da muss ich nicht mehr anpacken. Ich hab's direkt gemerkt, kommt aus dem Auto raus. Muss ein bisschen annehmen, bitte. Ja. Genau, gelaber nicht, mach. Ich bin sowas, als ob der auch nicht ab. Ja. Jungs, super, das haben wir ja super hinbekommen. Geile Leistung, Victor. Ey. Ja. Hat gerade echt geholfen in deiner Hand. Ne, Manu, ohne Victor? Ohne Victor hätten wir es niemals geschafft. Nee, das wäre echt die Hose gegangen. Leute, dafür bin ich doch da. Dank mir später. So. Schaffst du das mit deinen ordentlichen Outdoor-Schuhen, Victor? Könnte schwierig werden, aber ich gebe mir Mühe. Okay, Leute, wir bereiten jetzt unsere Routen vor und unsere Köder. Wir sind hier noch in so einem kleinen Nebenarm. Da vorne kommt dann quasi der Fluss. Und was wir jetzt haben, ist Hubertus und ich hier. Die sind so gar keine Schwimmwesten, sondern so Bojen. Da zieht man dann dran, dann gehen die auf und mit so einem Seil und dann kann man sich an dieser Boje so festhalten. Ganz wichtig, schreibt mal in die Kommentare, ob Victor das mal austesten soll, um mal zu gucken, wie das so funktioniert. Ich würde automatisch umschwimmen, ich brauche sowas gar nicht. Du hast eine Kugel schon, ey. Ich habe meine Kugel immer dabei. Das hält auch richtig 100% gut. 100% Fahrkraft. Man zieht praktisch die Schnur in den Hohlkern der anderen Schnur. Ich setze jetzt mal einen Tropfen Sekundenkleber drauf, um das Ganze zu versteifen und dann ist perfekt. Warum hast du irgendwie so coole Tattoos, sag mal? Ich mag halt Tattoos. Ja? Ja. Weißt du, was hier so reinmachen würde? Hubertus, weißt du es? Ja, Fishing King Logo und Ich geh angeln Logo. Das würde hier gut hinpassen. Aber hier würde eher so Money reinpassen. Ja, das kann ja gar nicht leiden, Mann. Okay. Kannst du ja nachher nochmal erzählen, warum. Aber jetzt gehen wir erstmal fischen. Ich komme dazu, aber ich bin jetzt auch ein bisschen vorsichtig hier, sonst fliegt wahrscheinlich nachher einer von uns vom Boot aus Versehen. Ja, aus Versehen, genau. Ja, mit Welsangeln, wie gesagt, darf man nicht scherzen. Die haben schon ganz andere Kaliber getötet. Vielleicht kommt das Video niemals raus. Genau. Wir können uns dann am Grunde des Ebros wiederfinden. Mit einem Betoneimer rangekettet. Krass anstrengend, die Werferei mit den schweren Fliegen die ganze Zeit. Wir fischen ja auch super schweres Gerät. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt ziemlich durch. Ja. Okay, Leute, es geht los. Es ist wirklich sehr wie Rafting. Ja, oder ich sag mal so Wildachterbahn im Phantasialand oder so. Ja, voll geil. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das ist, wenn wir einen Fisch dran haben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, wie schnell wir fahren. Oh, hier kommt eine Rausche, Leute. Also vielleicht überleben wir es nicht. Also, vielleicht war es das mit Ich geh angeln. Wow, Alter, wie geil. Wie schnell so, oder? Ja, kannst du noch ein bisschen langsamer. Langsamer? Ja. So richtig langsam. Und wir haben heute im Tutorial von Carsten gesehen, dass die Bisse immer in eine Absinkphase kommen. Ja, Fisch! Fisch! Yes! Ohne Scheiß! Geil, Hammer! Victor hat direkt nach 10 Minuten den ersten Fisch drauf. Hammer! Juhu! Alter, so über Meter. Geil! Leute, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil sonst geht die Strömung los. Oh oh! Geil! Richtig gut, geil. Jetzt Leute. Der hat noch Mindestmaß. Richtig gut. Geil geguidet, Mann. Muss man echt schnell werfen, weil die Strömung gerade noch so doll ist. Die wird nachher ein bisschen ruhiger, aber jetzt muss man wirklich so zack werfen. Und dann kann es auch mal passieren, dass man hängen bleibt und dann ist Panik, weil man muss ja irgendwie ganz schnell zurück. Aber die Strömung und so, boah. Oder, Typ? Jo. Also viele Skillwürfe, ne? Also hier muss man schon werfen können. Wie stellen wir uns an bis jetzt? Ist jetzt ganz gut, ja. Ganz gut. Naja, können wir ja mal gelten lassen, so als Lob. Also Leute,
Das mit dem Wellzwischen, das zieht sich jetzt ja so ein bisschen, wie ihr gemerkt habt. Aber dafür haben wir gerade was mega Geiles gesehen. Wenn ihr mal da runter schaut, da seht ihr fette Karpfen am Gründeln. Und ich frage mich, vielleicht kriegen wir die auch mit der Fliege. Ey, richtig fette Viecher. Ich schätze, sie haben sicher so 5 bis 10 Kilo oder sowas, gell? Sehr genaue Schätzung, by the way. Richtig geil. Also wenn wir die dran kriegen würden, wäre echt der Kracher. So, wir sind gerade ein bisschen aufgesetzt mit dem Boden, weil es da vorne natürlich ein bisschen flacher war. Mit Gewicht hatte das absolut nichts zu tun. Da sind ja alle so Fliegengewichte hier. Oh, ernsthaft? Okay, hat er ihn gesehen, hat er ihn gesehen. Schmeiß nochmal schnell, Tobias, hat er ihn gesehen. Pass auf da, pass auf vorne. Ganz schnell reinholen. Kopf einziehen. Voll die Action, Leute. Immer mit den Bäumen müssen wir echt aufpassen. Mega geile Sandbank gerade da gefunden und halten jetzt mal hier an aus mehreren Gründen. Erstmal A, dass alle pullern gehen können und B, hier vorne ist so eine Strömungskante und da wird es gleich tief runter. Und da haben wir beim Anlanden auch vorbeischwimmen einen fetten Wels gesehen, der weggeschwommen ist. Vielleicht ist er jetzt schon wieder zurückgekommen und Hubertus versucht den mal zu fangen. Victor, komm, lass uns weiter. Okay. Wir jetzt warten schon. Ja, ein Stück weiter. Rechts von dir ist er, ja. Siehst du, wie er reagiert? Ja, der ist weggeschwommen. Der ist ins tiefere Wasser geschwommen. Die Entfernung passt schon, ist schon zu weit, weniger. Kürzer, kürzer, kürzer. Der schwimmt jetzt gleich an dir vorbei. Jetzt haut er ab, jetzt schwimmt er weg ins tiefere wieder, ja. 2-3 Meter weiter unterhalb. Und der nächste? Weiter stromabwärts. Und dann fliege ich jetzt viel zu weit weg. Jetzt kommt er wieder hochgeschwommen. Jetzt ist er nicht mehr entspannt, jetzt schwimmt er weg. Hier ins tiefe Wasser. Dahinter kommt gleich so ein blaues Rohr rechts. Da direkt vorschmeißen. Okay, Leute. Hier, ja? Blaues Rohr? Ja, genau. Das ist alles mega flach. Ja, okay, hier vom Rohr. Mach mal einen Wurf. Ja! Ah, best. Volle Sau raufgegangen. So richtig reingedonnert. Scheiße, aber ich hab echt nicht. War zu krass, ey. Scheiße, ey. Alter, wie geil. Das war ja sofort instant. Scheiße, Mann. Nicht aufgepasst. Er hat nicht richtig drin gehabt, glaube ich. Ah, schade, ey. Ah, das ist ärgerlich. Man hat halt einfach wirklich nur einen scheiß Wurf, ne? Und dann ist es vorbei. Shit, ey. Das war ja kacke, ey. Shit. Okay, den werde ich nicht landen können. Alter Leute, Alter, was geht? Alter Christian, was geht ab, Junge? Richtig geil. Alter, das Riesenkarpfen. Ist mega. Leute, zieht in euch rein. Schaut es euch mal an. Zieht euch mit diesem fetten Fisch rein. Okay, Christian, siehst du den Fisch? Ich sehe den Fisch, ja. Geil, Christian, und zieht. Alright, Leute, total crazy. All in here. Oh, geil, Leute. Der Fisch scheint noch dran zu sein. Oh, ich kann ihn. Ey, wenn das mal nicht geiles Teamwork ist, oder? Ja, mega geiles Teamwork. Das Problem ist halt, hier sind lauter fucking Felsen drin. Diese ganzen alten Brückenpfeiler und so eine Scheiße. Das ist echt mega gefährlich. Man darf ihm nicht so viel Spiel geben. Ja, Leute, zieht euch dieses Schiff mal rein. Okay.
Wie ihr seht, ist jetzt der Fluss ein bisschen langsamer geworden. Ist jetzt auch breiter geworden. Das heißt, wir kommen in die Region, wo die Spots nicht mehr so offensichtlich sind. Aber die dicken Wälse stehen. Ne? Aber die dicken Wälse stehen. Hier unten gibt es halt mehr größere Wälse, dafür nicht so viele. Und die Chance auf einen großen Wels ist hier immer ganz gut. Fisch. So, Victor hat den nächsten Fisch drauf. Geil. Ah, doch ein Wels, geil. Aha. Geil, Mann. Geil, Vicky. Geil. Ja, schöner Spinnenwaller. Hammer. Richtig gut. Prost. In Wirklichkeit willst du noch nicht mal so einen fetten Fisch dran haben. Das stimmt übrigens auch. Ich verstehe es einfach nicht. 2,50 Meter will ich nicht. Also wenn dann, wie gesagt, 2,76 Meter, dass ich einen größeren habe als Carsten. Oder 2 Meter, was man halt in einer Stunde rauskriegt. Aber jetzt 3 Stunden bei der Hitze hier drillen, da hat er jetzt auch keine Lust drauf. Ich hole ihn in 10 Minuten raus, Victor. Ich gebe dem Salzwasser. Ich würde es dir gönnen. In der Zeit werde ich ein kühles, frisches Bier genießen. Brauchen wir Ach, guck mal da, was ist das denn? Da waren... Oh, Alter. Okay, Leute, da waren richtige Ochsen. Alter, zieh dir den rein. Okay. Leute, wie landet man so einen Fisch? Schreibt jetzt in die Kommentare. Soll ich den landen, gell? Ich weiß wie. Der Junge weiß ja, was er macht, ey. Okay, jetzt kommt er. Ganz ruhig, Digga. Leute, das. Oh, fuck. Leute, das hier ist ein Karpfen. Bam, 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 Digga. Geile Scheiße. Einfach unglaublich hier. Ich weiß gar nicht, wie ich den halten soll. Mega geil. Scheiße. Alter Christian, vielen Dank, Digga. Das war ein perverses Teamwork, oder? Ja. Ey, wir waren schon auch vorhin frustriert. Viele schief gelaufen, aber jetzt hat es so richtig geknallt. Geklappt. Richtig geiler Karpfen. Total geil. Komm her, Alter. Geile Nummer. Und jetzt machen wir mal den Yannick zur Sau. Ja, mach ich gleich, wenn die Kamera aus ist. Das machen wir im Restaurant. Yannick, was sagst du dazu? Muss klappen, Yannick. Leute, okay, und Prost, Prost, Cheers. In Spanien trinkt man Olivenöl nach dem Essen. Ich würde sagen, es war ein krasser Tag. Es war anstrengend, aber es hat über Spaß gemacht. Manu, nochmal schönen Dank. Ja. Credits to Manu fürs Toll. Geile Weltskiding. Und fürs Rudern und fürs alles. Das war ja schon noch ein bisschen anstrengend für dich. Aber ist ja auch dein Job. Genau. Ich beschwere mich nicht. 2 schöne Wälse gefangen, waren nicht die größten. Wir haben Spaß gehabt. Wir haben noch 2 große Wälse gesehen. Moment. So klein waren sie auch nicht, wie die jetzt hier gemacht werden. Ihr habt ja auch ein bisschen performt, einen richtig fetten Karpfen gefangen. Und zwar als Teamleistung mit einer Rute runterschmeißen und allem drum und dran. Und das Gute ist, ihr habt gleich für morgen euren Köderfisch. Wenn es mit der Fliege nicht klappt auf Wels, fängt dann Karpfen ran. Wir sehen uns nächstes Mal wieder und da machen wir wieder was ganz Krasses. Da solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Vielleicht klappt es dann auch mal mit den Fliegenwellen. Schaut mal bei den Jungs vorbei, Urlaub nach Mars. Coole Leute, echt. Fühlen uns total wohl. Was sehen wir morgen auf? 7 Uhr. Und dann wird es richtig spannend. Ja. Also wieder einschalten bei. Urlaub nach Mars. Und? Ich? Kleine? Okay. Angel. Angel.